Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen, mehr oder weniger Special-Video. Die Leute, die es nicht interessiert, die können gleich abhauen. Und für die Leute, die es interessieren, können gerne dranbleiben. Und zwar möchte ich mich über allen bedanken. Ich habe zwar fast 60, aber man kann ja trotzdem so ein Video machen, oder? Also, machen wir einfach weiter. Und zwar, wie gesagt, möchte ich euch bei euch allen bedanken. Bei fast 60 Abonnenten. Aber nicht nur deswegen allgemein, sondern ich bin schon fast ein Jahr auf YouTube. Ich weiß zwar nicht genau, aber ich schätze mal ungefähr seit Mitte März oder April. Aber ich werde euch einfach... Ich werde euch einfach ein Bild zeigen. Weil, wie gesagt, ich bin mir jetzt auch nicht so richtig sicher. Aber wie gesagt, so Mitte März oder April. Aber jedenfalls, wir haben heute Silvester und ich wollte unbedingt so, naja, man kann jetzt nicht richtig dazu sagen, so eine Art Special Video, aber ich versuche es so zu machen, damit sowieso ein anderes Video daraus wird, also mal was ganz anderes, weil sowas bringe ich sehr, sehr selten und es wird mal höchste Zeit und gerade heute ist dieser Moment, denn, jo, weil, um auch ein kleines bisschen auch was von mir zu sagen, weil, ja, wie gesagt, okay, ich hätte es auch machen können, wenn so ein Jahr vorbei ist, beziehungsweise wann ich angefangen hatte, bei mir war es ja erst dieses Jahr, und ich könnte ja euch mal so ein kleines bisschen was über mir sagen, also wenn ich auch so angefangen habe, also, wann ich beim Let's Play jetzt theoretisch auch angefangen habe und wie ich das alles gemacht habe und alles hoffe, man könnte mir wenigstens folgen. Okay, dann fange ich mal an. Ich habe ganz am Anfang, oder das war ein doofer Anfang, machen wir es am besten so. Ich habe mich am Anfang LP Ali genannt. In Wirklichkeit heiße ich zwar anders, aber wir kommen zu einem späteren Zeitpunkt wieder darauf. Ja, der Name war nicht besonders kreativ, aber das habe ich für eine Weile gemacht. Ich glaube nur 1-2 Monate oder so. Das war noch Ende 2014. Und ja, da habe ich sehr, sehr selten Videos gemacht. Und das war meistens so, je nach Lust, entweder alle 2-3 Tage und dann so eine, von einer Weile war das dann so im Wochenrhythmus, so alle 1-2 Wochen oder dann Monats. Ja, man hat glaube ich gemerkt, ich war nicht so besonders aktiv bei dem ersten Kanal, den ich hatte. Aber dann, danach, sag mal am besten so, wenn ich so halbwegs erklären könnte, habe ich meinen Kanal mehr oder weniger aufgegeben. Okay, was heißt eigentlich aufgegeben? Sag mir mal einfach so, ich habe meine E-Mail-Adresse und mein Passwort irgendwie vergessen. Was passiert, wenn man das Passwort nur speichert? E-Mail-Adressen habe ich irgendwie, keine Ahnung, wirklich total vergessen. Und Passwort, ja, wie kann man sein Passwort vergessen? Egal. Das war aber sowieso ein bisschen positiv, kann man so sagen. Denn der gute Ali Saphir, der jetzt auch aktuell eine Weile so heißt, sehr, sehr lange, der hat dann gleich, ich glaube, erst einen Monat später, ja, ich rede gerade voll in der dritten Person, man merkt es überhaupt nicht, aber es ist wirklich so. Ja, egal. Wie gesagt, da habe ich einen YouTube-Channel aufgemacht. Ich glaube, da ist mir auf jeden Fall was Besseres irgendwie eingefallen oder so. Definitiv als LPR, das war sowieso total behindert, aber macht ja nichts draus. Ich musste ein bisschen lauter reden, weil bei dem Videobearbeitungsprogramm, was ihr außerdem auch oben rechts sieht, was ich auch gerade momentan noch gerade benutze, ab und zu mal endlich auch mal wieder irgendwie, keine Ahnung, aber macht ja nichts draus. Weil irgendwie ist es manchmal automatisch leise und laut und bla 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 bla. Ist ja auch egal. Jedenfalls bin ich dann auf den Namen Ali Saphir 2301 gekommen.
Und einfach so, also bei dem Wort Alibi, keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. Nur mal so nebenbei, ich hab nichts geklaut, was damit ähnlich so heißen könnte. Also, das ist nichts geklautes. Ich bin einfach so auf den Namen gekommen. Boah, dieser Versprecher sogar bei dem Special-Video, ey. Meine Fresse. Bin ich einfach eigentlich auch so auf den Namen gekommen, weil es hatte halt so schön gepasst, weil wenn ich meinen wirklichen Namen nehmen würde oder irgendein. Mir ist einfach so der Name gekommen. Saphir, natürlich, von Pokémon Saphir. Und 2301. Darauf kommen wir später auf jeden Fall definitiv zurück. Jedenfalls, der Name klingt auf jeden Fall sehr viel besser, würde ich sagen. Also, vielleicht findet ihr den Namen auch besser. Aber ich finde auf jeden Fall geil. Und dann, damit das Video nicht so lange wurde, weil ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es so, ja, circa 5 Minuten ungefähr lang ist. Ja, deswegen mal die Kurzfassung. Also mittlerweile, gehen wir mal von früher davon ab, wo ich ungefähr angefangen habe. Ich wollte einfach durchziehen, einfach mal so Let's Plays. Eigentlich habe ich das mal auf dem Privatkanal gemacht, habe ich mal durchgezogen. Ich habe ab und zu, glaube ich, mal ein bisschen was gesagt, aber da war ich noch momentan schüchtern. Eigentlich bin ich ab und zu noch ein bisschen schüchtern, aber ich glaube so in den letzten paar Monaten, ne, so über den Anfang und den jetzigen Stand oder so, habe ich mich jetzt so beim Commentary, würde ich jetzt noch sagen, so ein bisschen verbessert und traue mich jetzt mehr irgendwas zu sagen. Weil so am Anfang war ich wirklich übelst feige. Hört sich jetzt so ein bisschen dumm an, aber es ist wirklich so. Weil, keine Ahnung, vielleicht habe ich mich auch so langsam auch dran gewöhnt oder so. Auch an euch. Wie gesagt, momentan bis jetzt noch fast die 60 Abonnenten. Aber naja, vielleicht habe ich mich auch schon langsam auch dran gewöhnt, weil bis jetzt ist jetzt auch nicht so schlimm. Nur, dass ich ein bisschen kurz bevor ich aufnehme und bei den Testaufnahmen noch ein kleines bisschen so aufgespannt bin, also ich finde kein besseres Wort, aber ihr wisst schon hoffentlich damit, was ich gemeint habe. Jedenfalls, so ging der Zeit. Früher habe ich was abgefilmt. Mag ich auch jetzt noch, aber nicht mehr so häufig. Und jetzt so mittlerweile nehme ich mit der Mobitzen-App auf, die viel besser ist, aber manchmal ihre Tücken hat leider, weil so dieses Verzerrte, also recht gut. Aber Voice und vom Gameplay, beziehungsweise Ingame-Sound ist so leicht hier so eine Millisekunde oder das in der Sekunde nicht synchron. Also, ja, meine ich halt so. Aber sonst geht's eigentlich meistens. Aber wie gesagt, so mittlerweile, auch jetzt hier von den zwei Apps, jetzt hier Kinemaster oder wie man das überhaupt so mal richtig ausspricht. Und Mobitzen, ne, weil ihr habt ja die Symbole gesehen, oben rechts und unten rechts, so wie sie aussehen, wie sie jetzt aussehen, vorher und so, und da hat sich das gewendet, so oben rechts, also dieses Symbol, bla 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 bla, was halt sonst noch stand, aber ist ja auch egal. Mittlerweile habe ich 59 Abonnenten, okay, manchmal wechselt das so zwischen 1 plus 1 minus 1 und so, weil keine Ahnung, kein Bock oder was weiß ich. Und ja, mittlerweile sieht es ein bisschen besser aus, so auf meinem Kanal. Manchmal ist es auch so, habe ich irgendwie manchmal so einen kleinen Tick oder wie man das so nennen kann, dass ich zwar immer schon was aufgenommen habe, aber erst irgendwie ein paar Tage, erst in 2-3 Tage oder so erst hochlade. Sprich, jetzt mit zum Beispiel den 31. Ich würde jetzt das Video jetzt nicht heute hochladen, sondern keine Ahnung, erst den 3. oder 4. Januar zum Beispiel. Das ist jetzt als Beispiel jetzt somit damit gemeint. Aber macht euch keine Sorge. Ich könnte zwar jetzt irgendwas sagen, aber ihr seht ja, dass sowieso das heutige Video, was jetzt genau das ist und mehr nicht, überhaupt nicht. Aber um mal auf den Punkt zu kommen, das war's eigentlich. Also mehr habe ich jetzt wirklich nicht zu sagen, außer danke an euch. Ihr habt mir wirklich viel geholfen, mehr oder weniger. Auf jeden Fall die Leute, die wirklich meine Videos gucken, dafür will ich einfach zum dritten und zum letzten Mal danke sagen. Und dann würde ich sagen, ich bin Justin, a.k.a. AliSaphir2301. Ich bin 16 Jahre alt und habe am 23. Januar Geburtstag.
und wünsche euch ein frohes neues Jahr. Lasst da was knallen, bringt was ihr wollt und wir sehen uns wieder. Halt die Ohren steif und macht's gut.